Hi, mein Name ist Micky Monumental, ich bin Parfumsammler aus Österreich. Willkommen auf Pleite wegen Düfte. Ist doch zu heiß. Jo Leute, was ist das für ein Wetter? Vor nicht einmal 10 Tagen bin ich hier gesessen mit einem urgroßen Drink mit voll viel Eiswürfeln und so. Leute, es ist so heiß. Und heute saufen wir Tee. Wetterumbruch drastisch Edition. By the way, solltest du im Hintergrund komische Geräusche hören, I'm so sorry. Hinter mir regnet es verdammt stark und der Wind geht auch richtig stark und du weißt schon, Regentropfen gegen Glasscheiben. Vielleicht hört man es aber eh nicht. Ach so, kommen wir zum Video. Das Video ist ein bisschen improvisiert, beziehungsweise das hätte eigentlich Monatsende kommen sollen. Das hier, bitte flieg nicht raus. Kannst du sehen? Und auf top war noch die hier gestapelt. Wir machen heute auf chillig einen Miniatur-Haul. Ich könnte aber eigentlich eher ein Foto einblenden. Ich habe es fotografiert, ich wollte es und ich glaube, ich werde es posten auf, keine Ahnung, Instagram oder irgendwo. Ich hoffe auch sehr, dass dieses Miniaturenvideo gut läuft, weil das letzte Miniaturenvideo ist beschissen gelaufen. Sogar noch beschissener als Vintage-Düfte. Dabei höre ich immer draußen, ah, Miniaturen, ich liebe Miniaturen, ich will sie sammeln, ich will sie haben, wo kann ich sie haben, Miniaturen da, uhuhu, aha. Alle sind ganz wuschig und im Endeffekt, wenn ich dann ein Miniaturenvideo mache, guckt es sich keine Sau an. Also guckt ihr dieses Video an, verdammte Scheiße. Dieses Video wollte ich eigentlich Monatsende hochladen, aber mir ist ein bisschen was dazwischen gekommen, beziehungsweise der Firma ist was dazwischen gekommen, der Firma, dessen Produkt ich heute eigentlich vorstellen wollte. Was laber ich so blöd? Eigentlich wollte ich heute einen geilen Drogerie-Haul hochladen und das Video ist eigentlich auch schon fertig. Nur in dem Drogerie-Haul ist ein Produkt von einer Firma, die mir das zugeschickt hat und die haben dann gemeint, hey, wir sind noch nicht ready, kannst du noch ein bisschen warten? Also verschiebt es sich ein bisschen. Entweder es wird das nächste Video oder das übernächste. Auf jeden Fall die nächsten 2 Wochen. Die Lancierung von dem Produkt verschiebt sich ein bisschen, deswegen muss ich mit meinem Video warten. Und natürlich, ich bin so ein korrektes Arschloch, also warten wir ein bisschen. Anyways, heute auf kuschelig, auf chillig. Ich habe ein Video gedreht, so wie ich es früher eigentlich gemacht habe mit den Adventskalendern, falls sich irgendeine Sau erinnert. Will sagen, ich werde heute filmen, ich werde dir heute meine Miniaturen zeigen, aber ich habe vorab schon gefilmt. Ich werde Nahaufnahmen einblenden, damit du so richtig die Miniaturen in Close-Up sehen kannst. Wow. Also ich werde nicht so reinzoomen, während ich es halte. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Es sind doch großteils neue Miniaturen. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Nö, neue Miniaturen hatten wir noch nie, oder? Normalerweise mache ich immer Vintage-Zeug. 2 alte sind dabei, aber alles andere ist neues Zeug, also aktuelles Zeug, was du kaufen kannst. Es sind 30 irgendwas Miniaturen. Und alles Miniaturen, die ich gratis bekommen habe. Also nicht, weil ich Geburtstag hatte oder weil irgendein Anlass war. Ich kenne immer noch einige Leute aus der Branche und die wissen von früher, ich sammle Miniaturen und ich bekomme immer wieder mal welche geschenkt. Nicht mehr so viele wie früher. Als ich im Außendienst war, war das wirklich geil. Dadurch, dass ich damals in so viele Filialen gegangen bin und mit den Filialleitungen gut war, habe ich halt ständig was bekommen. Nice. Also, legen wir los. Das sind neue Miniaturen in meiner Sammlung. Oder das sind neue Miniaturen, die in meine Sammlung kommen. Also, die werden 1:1 gesammelt. Die werde ich nicht usen, oder? Nö. Hier ist tatsächlich keine einzige dabei, die ich verwenden werde. Und alle sind mit Karton. Wichtig. Fangen wir an mit Hermes. Super, ich kann das nicht aussprechen. Basilic Bourbre. Du weißt schon, das sind die orange verpackten und das ist der mit Basilikum. Habe auch extra vorbereitet. Das ging relativ leicht auf, aber normalerweise mache ich das immer mit was Spitzen auf, weil ich die Verpackung, den Karton nicht beschädigen will. Der Karton ist super, super wichtig beim Sammeln. In dem Fall, also wie gesagt, Hermes, Basilic Bourbre, irgendwas, bla bla bla. Das ist ein Eau de Cologne, Eau de Cologne. Und das ist eine 7,5 Milliliter Flasche. Und die ist eigentlich ziemlich cute, oder? Das ganz Klassische habe ich sogar offen, das Konzentré in dem Fall. Ich vergesse auf den Duft, dabei habe ich den Duft gern. Ich weiß nicht wieso, ist ein schöner Unisex-Duft. Schön fruchtig, herb, frisch, hölzern, toller Sommerduft. Ich vergesse einfach auf den immer. Frag mich nicht wieso, einfach so. Als nächstes, ganz französisch, Un Jardin Sur le Nil. Da habe ich, einer gefällt mir richtig gut. Mediterrane. Der hier, also aus dieser Linie, habe ich den ganz gern. Da sieht das so hier raus, ist auch ein voller Cutie. Also sieht dann genauso wie die andere Flasche auch aus. Was war das wieder für ein Gebrabbel? Der sieht genauso aus wie die Flasche zuvor, du weißt schon. Das ist auch ein, na, das ist kein Cologne, das ist ein Eau de Toilette. Eine Eau de Toilette, auch 7,5 Milliliter Flasche. Ich bleibe so ein bisschen in der Familie, ich bleibe jetzt bei Hermes. Es sind unterschiedliche Marken dabei, aber
Ich weiß auch nicht. Ich mache einfach, okay? Oh Gott, das ist auch wieder sowas, was ich nicht aussprechen kann. Oh. Ich krieg das nicht über meine Scheißlippen. There you go, Eau de Parfum, 7,5 Milliliter Flasche. Das Ding ist, das ist was Cooles, because die hat so ein Loch. Guckst du, Loch kann man nicht sehen, ist zu klein, aber in der Nahaufnahme kann man vielleicht sehen. Aber das würde mit so einer Schnur kommen. Ich habe sogar ein paar Vintage-Parfum-Ketten, so Anhänger und Medaillons. Vielleicht zeige ich das auch mal. Das könnte man so, ich blende einfach das scheiß Bild ein. Das könntest du durchwedeln und naja, um deinen Nacken halt hängen und dann baumelt das rum. Und wenn du halt ganz fest läufst, schlägt dir das die Zähne aus. Ist ganz cute, das haben die Firmen früher öfter gemacht. Früher gab es öfter so solide Parfum oder es gab früher oft Anhänger, Duftanhänger in verschiedenen Versionen. Das ist cute, aber wie gesagt, das werden wir jetzt nicht verwenden. Also. Das nächste, ich freue mich natürlich darüber, dass ich das gratis bekommen habe, aber irgendwie auch nicht, weil das macht den Monk in mir so ein bisschen pissig. Ich habe die Vorgänger, irgendeiner fehlt mir. Egal, ich habe 3 davon und natürlich habe ich mich übers Eau Grivé, spreche ich das so aus? Ich hoffe. Über das Eau Grivé habe ich mich auch sehr gefreut, weil das hat mir gefehlt. Blöderweise, das hier ist keine Miniatur. Das ist eine Luxusgröße. Das ist eine Travel Size oder Goodie Special Gift, bla bla bla. Das ist keine richtige Miniatur, weil das kommt mit einem Vapo und das ist 12,5 Milliliter. Hingegen zu die hier, ich kann dir das auch einfach einblenden, das sind die originalen Minis, die sind 5 Milliliter. Das heißt, mein Eau Grivé ist jetzt, wenn man es daneben stellt, zu groß. Ich hasse das. Das macht mich so fertig. Sobald ich die, also das gibt's auch als echte Mini mit 5 Milliliter. Sobald ich die habe, werde ich das ausmisten, weil wie gesagt, das ist genau genommen keine Miniatur und das zerstört mir die Ästhetik. Bist du auch so ein Opfer? Hast du es auch, wenn du von etwas, von einer Serie dieselbe Größe hast und dann kommt auf einmal um die Ecke ein neuer Flanker oder eine neue? Ja, heute bin ich irgendwie verlaufen. Mach dich das auch so fertig, wenn du von etwas viel hast und alles ist in einer Größe und dann kommt einmal einer um die Ecke und du kannst nicht mehr daneben stellen, wenn er eine andere Größe hat. Ah! Auf jeden Fall, ich bin happy, das zu haben. Aber wie gesagt, sobald ich eine echte 5 ml Größe habe, fliegt das. Was heißt fliegt das? Ich werde es verwenden oder keine Ahnung. Oder es landet am Klo. Wobei, nein, wieso? Ich habe eine kleine Größe sogar offen. Diese eine Scheißkollegin im Müller. Ich habe mich so über diesen Duft gefreut, als dieser Duft lanciert wurde, fand ich ihn richtig toll. Und eine Kollegin kommt um die Ecke, ich habe volle Kanne aufgesprüht und sie so, du stinkst nach Basilikum. Und seitdem hat sich das so in meinen Schädel eingebrannt. Basilikum. Immer wenn ich den sprühe, Basilikum. Tsch, tsch, tsch. So, dann haben wir diesen hier als nächstes. Der ist eigentlich ziemlich cute. Das ist von Marc Jacobs, das Perfect. Und ich voll süß mit dieser Masche. Kitschig, aber süß, okay? Marc Jacobs Perfect. Eau de Parfum, 5 Milliliter. Ist doch cute, komm. Auch ein Duft, den ich eigentlich gar nicht mag. Aber die Miniaturen sind alle süß. Komm, Gucci Flora. Da gibt es mittlerweile 3 oder 4 schon, oder? Gucci Flora, Gorgeous Gardenia, Eau de Parfum, 5 Milliliter. Cute, oder? Gelb, grün, blau, rosa, oder? Da gibt es schon einige. Rochard, Girl. Ich weiß, als ich im Müller gearbeitet habe, ich habe natürlich das Regal geputzt, wo dieser Duft gestanden ist. Ich habe ihn kein einziges Mal getestet. Das hat mich nie interessiert. Ganz ehrlich, wer von euch da draußen hat Girl von Rochard? Das Gefühl, die neuen Rochard-Düfte sind irgendwie so, nobody gives a shit. Auf jeden Fall, Eau de Toilette 4,5 Milliliter. Was steht da drauf? Spray good, feel good. Oh, süß. But nobody gives a shit. Burberry mit dem neuen Logo. Ich hasse das neue Burberry-Logo. Burberry Hero, das ganz klassische Eau de Toilette. Das gibt es ja mittlerweile in 3 Konzentrationen. Eau de Toilette hat mir nicht gefallen. Eau de Parfum hat mir nicht gefallen. Parfum-Version, also die letzte, die aktuelle Version, fand ich nicht schlecht. Cute, oder? Was ist das? Das ist auch wieder 5 Milliliter. Eau de Toilette. Ja, so ein bisschen unspektakulär die Flasche, aber süß. Versace, Dylan Blue. Türkis, Turquoise, Pur Femme. Auch ein Duft, der mich eigentlich Nüsse anspricht. Meine Flasche ist süß. Der hat sogar eine Medusa obendrauf. Cute. Aber das ist Eau de Toilette. 5 Milliliter. Du weißt schon. Türkis. Auf das habe ich mich eigentlich gefreut, aber dann war die Flasche irgendwie so meh. Das ist Phantom von Paco Rabanne. Du weißt schon, der Roboter. Ich hab gedacht, die Flasche wird komplett silber sein, aber natürlich haben die gespart. Kopf ist silber und Body ist transparent. Also Phantom, das ganz klassische Eau de Toilette, 5 Milliliter, du weißt schon, Roboti. Cute, aber wieso nicht ganz silber, Mann? Und noch ein Versace und das ist Schäne. Und ich weiß, ich habe sogar Yellow Diamond und Bright.
wie hieß der rosane? Scheiß drauf, ich habe den rosanen und ich habe den gelben. Also das kommt dazu von vielen von diesen. Heute, ich weiß nicht, heute soll es nicht sein. Von vielen dieser Miniaturen hier habe ich die anderen Flanker auch in der Sammlung. Aber natürlich muss ich schauen, weil es sind viele, ich kann mir das nicht auswendig merken. In dem Fall, das ist richtig, richtig cute, weil es genau ausschaut wie die Originalflasche. Du weißt schon, Versace Crystal Noir Eau de Toilette 5 Milliliter. Ich habe ja gesagt, ich habe ja angekündigt, dass Room Tour kommt, beziehungsweise, dass ich meine Sammlung zeige und vor allem auch, dass ich meine Miniaturen zeige, because habe ich viele. Teil 1 vom Kasten ist fertig, der Aufsatz kommt noch und erst wenn das fertig ist, werde ich alles zeigen, beziehungsweise, wenn das fertig ist, plane ich alles hier zu verändern. Ich will den Tisch umdrehen, ich will einen neuen Hintergrund haben, ich will nicht mehr hinterm Vorhang filmen, also stay tuned. Things about to change. In a good way. Lolita. Also ist es jetzt Lempicka oder Lempicka? Ich weiß, dass den sehr viele lieben. Ich habe irgendwie mit Lolita Lempicka, ich glaube, ich habe einen Herrenduft in der Sammlung. Irgendwo Damendüfte, keinen einzigen. Ich weiß, dass sehr viele die immer noch mögen. Ich hatte im Müller gerade angefangen, als die rausgeflogen sind. Und ich war dann in, glaube ich, nein, beim Douglas hatten wir die auch nie. Die sind immer irgendwie von mir weggelaufen. Ich hatte nie die Gelegenheit, mit denen zu spielen. Aber ich weiß, dass sie sehr viele mögen. In dem Fall De Lolita Lempicka, Lempicka, 5 Milliliter Eau de Parfum. Die Flasche ist echt schön. Oh, und der Apfel ist auch dabei. Wieso haben die eigentlich keinen Namen? Der heißt Lolita Lempicka und der heißt De Lolita Lempicka. Auf jeden Fall, der Apfel ist auch dabei. Cutie, das ist ein, was bist du? Das ist auch ein Eau de Toilette, 5 Milliliter. Cute. Davon gab es doch wohl viele Flanker, oder? Mit Lolita Lempicka kenne ich gar nicht aus. Also da habe ich nie einen Deep Dive gemacht. Chloé ist auch dabei. Nomad. Welches hat mir gefallen? Mit Chloé bin ich schwer zu begeistern, außer mit den alten. Das hat mir gefallen. Dieses Jupe Nuit irgendwas. Diesen einen Flanker fand ich interessant oder besonders, weil er nicht so typisch nach Chloé gerochen hat. Chloé. Aber das ganz klassische Chloé. Nomad. Ja, geht klar, aber finde ich langweilig. In dem Fall Eau de Parfum, 17 Milliliter. Nein, Bullshit. 5 Milliliter, sorry. Dann ein Flanker vom Nomad, in dem Fall Jasmin, Naturell Intense. Leute, diese ganzen Naturell-Düfte, die jetzt rauskommen und das ganze Milch-Gedöns-Zeug bei Sauvage, Eau Sauvage Fort, Forte. Ich finde es ja super. Nein, ich finde es nicht super, dass alles alkoholfrei ist. Ich meine, juckt mich sowieso nicht, aber es ist halt alles clean und bio. Nicht alles, aber es geht halt irgendwie in die Richtung und ich denke mir nur, aus der Sicht eines Sammlers, das wird nicht so lang halten. Dieses ganze Zeug ohne Alkohol und intens und naturell, nein, Bullshit. Parfum, naturell. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, dass das sich nicht gut lagern lassen wird über die Jahre. Vegane Parfums und alkoholfreie, das wird nicht lange leben. Also ich meine jetzt nicht am Markt, sondern wenn man Sammler ist, wenn man die Sachen lange aufheben will. Weißt du, was ich meine? Ich habe heute das Gefühl, ich laber heute echt nur Scheiß. Ich bin so verpeilt, wieso? Hast du schon mal Drogen genommen? Nein. Also, Nomad. Jasmin, Naturell, Intens, 100%. Kurz. Alles klar. 5 Milliliter Eau de Parfum Intens. Oh, Lancôme ist auch dabei. Ein Flanker von Idol. Nobody gives a shit. In dem Fall das Now. Idol Now. Eau de Parfum Floral, 5 Milliliter. Scheiß die Wand an. Welcher? Ich glaube Aura. Den fand ich okay. Wie viele Idols gibt es schon mittlerweile? Machen halt dasselbe damit wie La Vie Belle. Und weil wir beim Thema sind, die machen dasselbe wie selber Konzern. Lolelal, si, Passione, eklar. Da habe ich definitiv 2 oder 3. Wie viele Cs, Armani C, gibt es schon? Weißt du was, wir schauen jetzt einfach nach. Das ist auch etwas, was ich aufgehört habe zu sammeln, weil es einfach endlos, diese ganzen L'Oreal-Flanker. Ich meine, Yves Saint Laurent, ja. Aber bei Armani habe ich mich ausgeklinkt. Und vor allem, die haben ja auch Code, werden wir auch gleich sehen. Darüber werden wir auch gleich sprechen. 2 Seiten, Alter. 26 Armani C-Flanker. Ins Gehirn geschissen. Auf jeden Fall, Armani C, Passione, Eclat. Da kann ich dir auch ein Bild einblenden. Da habe ich alle 3 oder alle 4.
3 habe ich jetzt vom Passione, vom klassischen Armani C habe ich auch ein paar Flank als Mini, frag mich nicht welche. Was haben wir gesagt? Das ist jetzt Eau de Parfum Eclat, 7 Milliliter. Oh, juckt aber keinen. Also juckt mich schon, weil es die Miniatur ist, ich freue mich darüber, aber es ist halt wieder ein Flanker. Noch ein Flanker, noch ein Flanker. Oh Mann. Bleiben wir bei Giorgio, My Way, das ganz klassische Eau de Parfum. Schieß mich tot. Ich glaube, das habe ich nicht in der Schublade. Oder es ist ein Flanker. Welcher hat mir gefallen? Also allgemein, My Way hat mich nicht gekickt, aber der mit dem rosanen Deckel. Den fand ich nicht schlecht. Ich glaube, da war voll viel Birne in der Kopfnote. Oder? Hab's wieder vergessen. Sorry. My Way, Le Classique Eau de Parfum, 7 Milliliter. Flasche ist aber schon cute. Noch mehr Armani. Aqua di Gio. Das ist schon das Neue, das Eau de Parfum. Finde es voll irreführend, weil der Stöpsel silber ist. Das erinnert mich voll an Essenza von früher. Essenza war auch das Einzige, was mir gefallen hat aus der Aqua di Gio Linie. In dem Fall die Eau de Parfum Version, die aktuelle von Aqua di Gio. 5 Milliliter. Und der letzte Armani, den gibt es ja auch gar nicht mehr, oder? Nö. Ja, die gibt es alle nicht mehr. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, was das für ein... Das muss ein strategischer Grund gewesen sein, dass sich sämtliche Armani-Codes für Männer aufgelassen haben und es gibt das Einzige, was übergeblieben ist. Das ist scheiß Eau de Parfum, was keine Sau juckt. Das ist das Eau de Parfum. Das Profumo war auch der Topseller. Wieso zum Teufel wurde das aufgelassen? Kann mir das jemand erklären? L'Oreal-Logik. Armani-Code. Eau de Parfum. In dem Fall 4 Milliliter. Haben wir noch einen? Wir haben noch einen L'Oreal-Flanker. Dann sind wir durch mit den L'Oreal-Düften. Alien. Von Alien habe ich auch ein paar. Ich habe noch die alten. Die waren in so einer breiteren Box. In dem Fall, das ist Alien Goddess. Ich glaube, das ist schon rausgekommen zu L'Oreal-Zeiten, weil davor war es ja woanders. Aber eine goldene Flasche ist schon irgendwie cute. Das ist ein Eau de Parfum. 6 Milliliter. Goddess. Dann haben wir zwei ältere, die keine Ahnung, die Düfte nie gerochen, die sind von Kenzo, ich kann das auch gar nicht lesen zum Teufel. Sassent Bo. Die von euch, die schon länger auf der Welt sind, die werden das vielleicht wiedererkennen, das ist das mit diesem Blumenstöpsel. Sieht aber hübsch aus, es ist eine 4 Milliliter Eau de Toilette. Miniatur. Das ist älter. Das gibt's auch gar nicht mehr. Das wird nicht mehr produziert. Oder zumindest nicht mehr in dieser Flasche. Und wieso auch immer, das ist jetzt auch in dieser Flasche, gab's da mehrere. Das ist jetzt gelb. Le Monde est beau. Auch so eine Flasche, aber gelb. Schauen wir doch einfach nach, damit wir einigermaßen informiert rüberkommen. Ja, der ist alt, oder? Ja, der ist von 1988. Das alt. 3 verschiedene mit dieser Blume drauf gab's. Keine Ahnung, nachdem hat noch nie, also keiner spricht über sowas. Ich glaube nicht, dass das irgendeine Sau juckt, oder? Dann Tiffany & Co. Das ist Rose Gold. Tiffany Düfte. Weil sie sehr hart geliebt werden, weil es als Tiffany damals rausgekommen ist, zu Weihnachten, das ist eingeschlagen wie eine Bombe das erste Jahr. Ich finde sie schnarch. Rose Gold. Eau de Parfum 5 Milliliter. Gibt's denn überhaupt noch den Rose Gold? Oder war das nicht einer von den letzteren Flankern? Also bei Tiffany & Co. Düften, da habe ich... Wir sprechen die einfach Nüsse an. Tiffany & Co. Love for her. Oh, da gibt's... Ah, da haben wir 2, stimmt. Ups. Aber das ist für sie. Das ist der Stöpsel Türkis, 5 Milliliter. Und das ist jetzt Tiffany & Co. Love for him. Da wirst du gleich sehen, da ist der Stöpsel. Deckel, sorry. Schwarz. Oder Toilette, 5 Milliliter. Also wie gesagt, von Tiffany & Co. habe ich nichts in meiner Sammlung, außer die Miniaturen. Und ich plane da auch nicht mehr was zuzulegen, because... Und dann haben wir einiges von Aqua di Parma. Diese Dinger hier. Ich habe da direkt nachschauen müssen, weil ich hier schon einige habe. Ich blende einfach das scheiß Bild ein. Ich habe hier einige Versionen davon. Und das, was jetzt dazugekommen ist, Gott... Cipresso di Toscana. Den hatte ich nicht. Also yuppie, yay. Sieht das so hier aus. Blau, cute. Wie viele Milliliter haben wir hier? 5 Milliliter oder Toilette. Diese blaue Linie von Aqua di Parma, ich fand die allgemein schon nice. Im Hochsommer gehen die auch richtig gut und die sind auch beliebt, aber halten halt Nüsse, verdammt. Ich habe aber extra rausgesucht, weil ich einige von diesen schwarzen hier habe. Ich habe hier sogar die alte Version rausgesucht. Ich habe sogar noch welche in dem alten Design. Und ich habe dann einmal durchsortiert und ich wusste, dass ich den Duft habe. Ich wusste aber nicht, dass ich alt und neu habe. Ich habe die alte Version vom Aqua di Parma Colonia Oud und die Neuauflage.
Gut. Ich weiß nicht, wieso mir das entgangen ist oder ich das nicht beachtet habe. Auf jeden Fall, als ich die rausgesucht habe für das Video, habe ich dann mit dem gesprüht und mit dem gesprüht. Alter, das sind zwei komplett unterschiedliche Düfte. Das alte Oud, das ist so ein krass geiler Lederduft, Mann. Ich glaube, ich wollte das auf Backup sogar haben. Im Endeffekt die neue Version. Das ist ein anderer Duft. Und wenn du online gehst, die Inhaltsstoffe sind dieselben. Das wird ja als Reno kommuniziert. Die Flaschen sind ja nicht mehr braun, die Flaschen sind jetzt schwarz. Interessanterweise war es früher ein Eau de Cologne Concentré. Jetzt ist es ein Eau de Parfum. Die Haltbarkeit war bei den alten aber besser, obwohl sie Concentré waren. Eau de Cologne Concentré meine ich. Auch wieder so etwas, was reformuliert wurde und jetzt beschissen ist. Genau dasselbe wie mit den Miniaturen. Also damals haben die Minis so ausgeschaut. Also wunderschön. Ich kann dir das auch einblenden. Mit diesem Satinstoff so geschützt, so drapiert, so hineingelegt. Du weißt schon, she very pretty. Und naja, die neuen schauen jetzt so aus. Also es ist nicht mehr braun, es ist schwarz. Und die sind jetzt so in diesem Zylinder. Wo habe ich denn das scheiß Oud? Da habe ich das scheiß Oud. Tada! Die sparen halt jetzt mit dem Satinstoff. Auf jeden Fall, ich habe jetzt in der Neuauflage auch das Oud, 5ml, Eau de Parfum. Ein komplett anderer Duft, das hat mit dem alten. Das alte, und ich habe das sogar einige Mal empfohlen. Scheiße, Mann, das neue Oud von Acqua di Parma kann nix. Das alte war so geil. Leather wollte ich doch auch immer haben. Super, jetzt kann ich wieder die alte Version jagen. Und dann diese neuen hier, das sind ja neue dazugekommen, Magnolia Infinita. Oder? Ja, ich hoffe. Auf 5ml, auch in diesem Zylinder. Guckst du weißt schon, was abgeht. Außerdem Camellia, auch wieder 5ml. Und Shakura, auch Eau de Parfum, auch 5ml, auch in diesem schwarzen Zylinder. Und Osmanthus. Ich weiß nicht wieso, aber Osmanthus, ich denke bei Osmanthus, wenn ich Osmanthus höre, denke ich immer an ein Tier. Dabei ist Osmanthus eine Blume. Hoppla. Osmanthus, Eau de Parfum, 5ml. Cute. Ich glaube, die gelben sind auch so klein verpackt und die schwarzen kommen jetzt so. Und wie gesagt, früher haben sie so ausgeschaut. Wie gesagt, ich war so entsetzt. Nicht, dass der neue schlecht ist. Es ist kein schlechter Duft. Ich meine, ich finde, man kann ihn immer noch tragen. Aber ich finde, der neue Oud hat, da fehlt das Leder oder das Leder ist einfach anders. Es ist würziger, es ist fast schon spicy. Es ist weniger orientalisch. Und das alte Oud war so pulsierend. Es war irgendwie so, da war so eine geile Leder-Action. Es war irgendwie warmledrig, aber es war dann auch irgendwie kühlledrig. Es war dann irgendwie, ich habe das Gefühl, hier ist so viel passiert und es ist jetzt einfach nur würzig hölzern. Ja, Leute, sobald irgendwas irgendwie renoviert wird, verändert wird, verbessert wird oder die Flasche ihre Farbe verändert, wird es scheiße. So, das war's für heute. Das sind die neuen Miniaturen, die bei mir frisch eingezogen sind. Schreib ganz gerne in die Kommentare, ob du auch Miniaturen-Sammler bist. Ich wüsste gerne, wie viele von euch sammeln oder wie viele von euch anfangen wollen zu sammeln oder neu im Game sind. Wie viele von euch da draußen interessieren sich für Parfum-Miniaturen? Und wie gesagt, falls du welche sammelst oder falls du welche sammeln willst oder damit beginnen willst, hau nicht die Verpackung weg. Verpackung bei der Miniatur ist essentiell, super wichtig. Für den Wiederverkaufswert, für den Sammlerwert, damit da eben bleibt, du weißt schon. Okay, Leute, ich hoffe, die Show hat gefallen. Ich hoffe, du konntest gut futtern, gut abchillen, während ich hier meine Sachen in die Kamera gehalten habe. Du weißt schon, also schreib halt irgendwas in die scheiß Kommentare und lass ein scheiß Like da und ein scheiß Abo. Du weißt schon, bla bla, so wie immer. Und wenn du das immer machst, danke, du bist richtig geil. Urgeil. Aber weißt du was? Wir nehmen aber noch einen Schluck Tee zum Abschluss. Hast du heute genug Flüssigkeit zu dir genommen? Ansonsten, ich verabschiede mich, ich kratze die Kurve. Wir sehen uns sehr bald beim nächsten Video wieder. Bye. Oh yeah, Butter.